Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit diesem Bibelvers aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 60, heiße ich euch und sie hier in der Kirche und wo immer sie uns sehen und hören werden, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Was für eine tolle Vorstellung! Gott geht über uns auf wie die Sonne. Es soll nicht dunkel bleiben in einer oft so finsteren Welt, denn Gott ist da. Auch wenn wir ihn nicht sehen und auch vielleicht manches Mal meinen, er sei abwesend. Er ist ansprechbar auf alles, was wir auf dem Herzen haben. Und ums Reden mit Gott, ums Beten soll es heute Morgen auch thematisch gehen. Die Konfis des Jahrgangs 22/24 werden uns dazu heute Morgen diesen Gottesdienst mitgestalten. Jugendreferentin Eva-Lisa Friedrich wird uns einen Impuls geben und auch danke dafür, dass Deborah Hippenstiel die Musik machen wird und uns begleiten wird, auch in die Lieder hinein. An den Seitenwänden, haben Sie ja schon gesehen, beim Reinkommen finden Sie Bilder gestaltet zu einem Gebet, zu Psalm 139, den wir auch gleich noch von den Konfis hören werden. Außerdem haben wir eine Umfrage gemacht über das Beten und die Konfis konnten Klebepunkte zu den einzelnen Fragen zum Beten kleben. Vielleicht möchten Sie das, was dabei rausgekommen ist, nachher noch näher anschauen. Jetzt möchte ich aus dem Gemeindeleben kurz noch Folgendes weitergeben. Herzliche Einladung zur Bibelstunde freitags um 20 Uhr Vereinshaus Oberschelden und zur Gebetszeit sonntags, also auch heute Abend um 19.30 Uhr im Vereinshaus Oberschelden. Und nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr hier wieder Gottesdienst. Alle sind dazu auch wieder eingeladen. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler erbrachte 112,78 Euro. Im Klingelbeutel waren 77,61 Euro. Und die Kollekte, die wir am Ausgang heute einsammeln werden, ist bestimmt für Projekte mit Langzeitarbeitslosen. Viele Menschen sind seit Jahren arbeitslos. Eine lange und erfolglose Jobsuche führt oft zu Resignation. Zuspruch und Unterstützung finden die Betroffenen bei kirchlichen Initiativen und Beratungsstellen der Diakonie und sie können mit ihrem Geld dazu beitragen, dass diese Beratungsangebote und Projekte auch gefördert werden. Vielen Dank für alle Gaben. Nachher werden wir auch den Klingelbeutel noch einsammeln. Der ist bestimmt für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Jetzt wollen wir miteinander singen. Herr, ich komme zu dir.
Wir beginnen unseren Gottesdienst nicht in unseren eigenen Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir vertrauen fest darauf, unsere Hilfe kommt her, vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und uns die Treue hält und der niemals loslässt, was seine Hände geschaffen haben. Lasst uns beten mit den Worten aus Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich gehe oder liege. So bist du um mich und siehst alle meine Wege. Dieses Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor dir? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Wir hören das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zolleinnehmer. Es steht im 18. Kapitel des Lukas-Evangelium. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zollernehmer wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zollernehmer aber stand weit abseits, er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte,
Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht, im Unterschied zum Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Lassen Sie uns zusammen unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, durch den Heiligen Geist. Lieber Gott, morgen habe ich Geburtstag und darum möchte ich wie die anderen das neueste iPhone haben. Und ich möchte auch ein neues iPad. Mein Tablet ist nämlich der letzte Schrott. Amen. Hey Leute, wie geht's? Alles super. Jo, läuft. Mir geht's voll gut. Und dir? Naja, geht so. Neulich habe ich zu Gott gebetet und ich habe mir ein neues Handy gewünscht. Na und? Beten bringt doch sowieso nichts. Kannst du Gedanken lesen? Habe nämlich keins bekommen. Also, ich finde, Beten bringt was. Wenn du meinst, finde ich nicht. Ich auch nicht. Warum denn nicht? Na, weil mein Wunsch nicht erfüllt wurde. Gott ist ja auch nicht der Weihnachtsmann. Das stimmt. Gott ist nicht der Weihnachtsmann und Beten ist kein Wunschkonzert. Was dann? Beten ist Reden mit Gott. Der hört aber nicht zu. Wer hört nicht zu? Gott. Natürlich hört Gott zu. Gott hört schon jedem zu. Er ist immer da. Gott ist ein ständiger Begleiter. Woher willst du das wissen? Also, ich glaube fest daran. Ihr beide denkt in die falsche Richtung. Hä? Gott hat euch schon so viel geschenkt. Euer Leben, Freunde, Familie und Liebe und noch vieles mehr. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Dann denk mal drüber nach. Eigentlich geht es mir wirklich gut und das iPhone und das iPad, das ist tatsächlich nicht lebensnotwendig. Damit bist du auf dem richtigen Weg. Jetzt geht es mir schon besser. Ich denke, ich probiere das mit dem Beten nochmal aus. Cool, mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Bis bald. Thank you.
Liebe Konfis, liebe Gemeinde, ich möchte euch zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Johann war schon als Kind fromm erzogen worden. Er betete jeden Tag mehrfach und hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu Gott. Er erzählte Gott von all seinen Sorgen und fand in seinem Glauben Zuversicht, Geborgenheit und Liebe. Manchmal hatte er auch einen kleinen Wunsch, den er Gott in seinem Gebet vortrug. Und jedes Mal, wenn er das tat, ging dieser Wunsch in Erfüllung. Als er ein Kind war, bat er Gott darum, ihm zu helfen, ein wichtiges Fußballspiel gegen die Jungs aus der Sonnenstraße zu gewinnen. Er konnte auf dem Fußballfeld den himmlischen Beistand quasi spüren. Sein Team gewann mit 3 Toren Vorsprung. Als er als Jugendlicher Gott darum bat, ihm zu helfen, das Herz von Irmtraut zu erobern, konnte er sein Glück kaum fassen, als er 2 Tage später mit ihr auf dem Herbstfest tanzte. Als er ein paar Jahre später Gott darum bat, ihm zu helfen, das Wohlwollen von Irmtrauts Vater zu sichern, konnte er es kaum fassen, als dieser ihn, als er um die Hand seiner Tochter bat, in die Arme schloss. Als er Gott bat, ihm zu helfen, eine Wohnung für sich und Irmtraut zu finden, war es wie ein Wunder, als seine Tante ihm und Irmtraut ihr Haus überließ, weil sie selbst in eine Wohnung ohne Treppen zog. So gab es viele große und kleine Bitten im Leben, die Gott Johann erfüllte. Nur bei einer Sache half Gott Johann nicht. Jeden Abend, seit seinem 16. Lebensjahr, bat Johann Gott um einen Lottogewinn. Er hatte ein schönes Leben, aber mit einem Lottogewinn wäre es noch um einiges einfacher gewesen. Doch egal wie oft er Gott um den Lottogewinn bat, der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Als Johann im Alter von 99 Jahren starb, hatte er Gott über 30.000 Mal darum gebeten, vergeblich. Im Himmel angekommen, fragte er Gott: Herr, warum hast du mir gerade diesen einen Wunsch verwehrt? Gott musterte ihn nachdenklich. Johann, jeden Tag wollte ich dir diese eine Bitte erfüllen. Und jeden Tag habe ich darauf gewartet, dass du endlich einen Lottoschein ausfüllst. Aber du hast es nicht getan. Eine Geschichte zum Schmunzeln, in der aber doch irgendwie eine Wahrheit steckt. Ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass ziemlich viele oder fast jeder in diesem Raum schon mal ein Stoßgebet Richtung Himmel geschickt hat, vielleicht vor einer Klassenarbeit oder einer Prüfung, und ich schließe mich da sicher nicht aus. Während meiner Schulzeit, als ich so alt war wie ihr ungefähr, da habe ich ziemlich oft vor Klassenarbeiten gebetet, vor allem in Mathe und Latein, dass ich eine gute Klassenarbeit schreibe. Und ich gebe zu, nicht jede Arbeit war ein Erfolg, vor allem in Mathe. Als Jugendliche habe ich da angefangen zu zweifeln, ob es vielleicht irgendwas bringt, zu beten. Weil oft war es dann doch eher die 4 oder die 5 als die erbetende 2 in Mathe. Oder auch die Latein-Vokabeltests, reden wir nicht davon. Heute kann ich rückblickend sagen, dass ich vielleicht doch hätte etwas mehr lernen sollen. Ich hätte vielleicht nicht darauf beten sollen oder mich darauf verlassen sollen, dass Gott mir über Nacht erklärt, was Logarithmen sind oder wie man E-Funktionen macht oder dass ich die Vokabeln in Latein kenne, ohne sie ein einziges Mal angeguckt zu haben. Beten ist kein Wunschkonzert. So war der Titel des Anspiels, das wir eben gesehen haben. Und die Frage kam prompt: Aber was ist Beten dann? Schließlich hat Jesus selbst gesagt: Wer bittet, dem wird gegeben. Gibt es also eine Regel dafür, welche Gebete Gott erhört und welche nicht? Handelt Gott nach dem Lustprinzip? Vielleicht läuft das ein bisschen so ab wie bei so einem Kinderabzählreim: Ipp, zipp, zapp und du bist ab. Oh, Entschuldigung, dein Gebet wird heute nicht erhört. Ich gebe zu, es ist schon ziemlich frustrierend, wenn man das Gefühl hat, dass kein Gebet erhört wird. Die Beispiele aus der Geschichte oder dem Anspiel sind natürlich überzogen.
Und es ist durchaus zu verkraften, wenn diese Wünsche nicht sofort in Erfüllung gehen. Aber beten wir nicht auch oder gerade in wirklich existenziell wichtigen Situationen? Im Abendspiel klang das am Ende an. Gott hat euch doch so viel geschenkt. Leben, Familie, Freunde, Liebe. Man könnte das fortsetzen. Gesundheit, Frieden. Aber was ist, wenn es an diesen lebenswichtigen Dingen fehlt? Wenn ein lieber Mensch schwer krank ist, wenn eine Familie zerbricht, wenn in einem Land, das gar nicht weit entfernt ist, seit fast einem Jahr ein furchtbarer Krieg tobt. Da ist es wirklich nicht leicht zu akzeptieren, wenn die Gebete scheinbar nicht erhört werden. Ich erinnere mich ganz gut an vergangenes Jahr. Im Februar begann der Krieg in der Ukraine und in so ziemlich jeder Kirchengemeinde, auch in unserer, wurden kurzfristig Friedensgebete gemacht. Viele Menschen kamen zusammen, um für ein schnelles Ende des Konflikts zu beten. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass in unserem Lobpreisgottesdienst im Februar mehr als doppelt so viele Besucher waren wie sonst. Alle waren gekommen, um ihre Angst und Verzweiflung vor Gott zu bringen. Und jetzt, ein Jahr später, finden kaum noch Friedensgebete statt. Haben wir also das Vertrauen in Gott verloren, dass er diesen Krieg beenden kann, dass er unsere Klagen hört? Ich könnte sicher noch mehr Situationen erwähnen, in denen wir auf Gebetserhörung hoffen und oft verzweifeln, weil diese Sachen dann doch nicht gut ausgehen. Vielleicht wäre es auf Dauer zufriedenstellender, das Beten einfach sein zu lassen. Wenn ich mir keine Hoffnung mache, kann ich auch nicht enttäuscht werden. Warum erhört Gott unsere Gebete scheinbar nicht oder besser beantwortet er sie nicht? Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott jedes einzelne meiner Gebete hört. Sei es laut oder auch nur in meinem Kopf gesprochen, er erhört sie und nimmt sie wahr. Es gibt ein paar Punkte, die es mir leichter machen, darauf zu vertrauen, dass Gott meine Gebete erwidert. Und ich sage bewusst erwidert, weil seine Antwort oftmals ganz anders ausfällt, als ich es erwartet hätte. Erstens, Gott weiß, was gut für mich ist und was nicht. Wenn ich mir wünsche, dass meine Klassenarbeit super wird, ohne dass ich nur auch eine Hacke Schlag dafür getan hätte, dann kann ich zwar mal Glück haben und eine gute Note schreiben, aber auf die Dauer habe ich nichts gelernt. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir den Psalm 139 gehört. Egal, was wir tun, Gott weiß es. Er kennt uns durch und durch, denn er hat uns gemacht. Er weiß um unsere Sehnsüchte, weiß aber auch, was wir tatsächlich brauchen. Zweitens, Gott hat unendlich mehr Weitsicht. Auch wenn ich mir sicher bin, die beste Lösung für mein Problem zu kennen und dementsprechend bete, also schon mit der besten Lösung im Kopf, so hat Gott einen besseren Plan. Das liegt daran, dass er einen viel größeren Überblick über mein Leben hat und auch über die Welt. Daher kann eine Wendung in meinem Leben die beste Lösung sein, auch wenn ich das vielleicht erst nicht so sehe. Ich kann Gott trotzdem vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Deshalb kann ich auch darauf vertrauen, dass seine Art, mein Leben zu gestalten, das Beste für mich ist, selbst dann, wenn dies Leid beinhaltet. Das ist sicher nicht oft nicht nachvollziehbar, genauso wie das Leid oft nicht zu begründen ist. Drittens, im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, das wir eben gehört haben, geht es ums rechte Beten. Eigentlich gibt es beim Beten kein richtig und kein falsch. Wir haben aber so ein paar typische Gebetshaltungen oder Situationen direkt im Kopf, wenn wir das Wort Gebet hören. Frau Hinzmann hat eben die Umfragen schon erwähnt, leider machen sich welche gerade selbstständig. Die Top-Antworten auf dieser Umfrage zum Thema, wie wird gebetet und wann wird gebetet, sind vor dem Essen, vor dem Schlafen, in der Kirche mit gefalteten Händen. So stellen wir uns das richtige Beten vor. Keiner hat, glaube ich, einen Klebepunkt bei auf dem Fahrrad geklebt. Aber es gibt kein richtig und kein falsch beim Beten. Beten können wir in jeder Situation. Es geht um das rechte Beten.
Wichtig ist, dass wir aufrichtig sind und demütig vor Gott stehen. Natürlich dürfen wir Gott dafür danken, dass wir wunderbar gemacht sind, weil jeder von uns ist ein wunderbares Geschöpf Gottes. Sonst hätten wir das im Psalm 139 nicht gesagt. Aber wir dürfen unsere Mitmenschen nicht klein machen. Wir dürfen uns nicht über sie erheben. So will Gott, dass wir beten. Gott liebt jeden Einzelnen mit seinen Ecken und Kanten. Aber im Gebet sind wir vor Gott alle gleich. Es gibt keine Unterschiede. Ich möchte euch und Ihnen also heute Mut machen, nicht aufzugeben zu beten. Ich habe in meinem Leben schon oft die Erfahrung machen dürfen, wie Gott meine Gebete erwidert hat. Häufig war es völlig anders als gedacht. Manchmal musste ich erst andere Wege gehen, die vielleicht steiniger waren, aber die im Nachhinein für mich genau die richtigen waren. Und auch das Beste war, dass ich mich in jeder einzelnen Sekunde von Gott getragen gefühlt habe. Werdet nicht müde zu beten. Bleibt in Verbindung mit Gott. Manchmal hilft es auch, mit anderen Christen über Gebete zu sprechen. Denn auch in unseren Mitmenschen antwortet Gott uns. Und mal ehrlich, wenn wir daran glauben, dass Gott uns hört und sich uns annimmt, dann ist es schon ziemlich cool zu wissen, dass es jemanden gibt, den wir jederzeit ansprechen können, bei dem es keine nervige Warteschleife gibt, der keinen Anrufbeantworter hat, sondern der immer ein offenes Ohr für uns hat und für unsere Anliegen. Und er hat auch eine Schulter zum Ausheulen. Die ist immer da. Egal, ob wir nachts nicht schlafen können, ob wir in einem Fitnessstudio schwitzen oder ob wir im Gottesdienst still sind. Egal, in welcher Situation wir beten, wir dürfen sicher sein, Gott hört uns. Und noch ein Tipp. Wir neigen dazu, nur dann zu beten, wenn wir etwas von Gott wollen. Was wirklich gut tut, sind Gebete, in denen wir Gott dafür danken, wie viel wir schon gekriegt haben. Indem wir Gott dafür loben, wie großartig seine Werke sind. Ich liebe deshalb die Anbetung in Musikform so sehr. Beim Lobpreis singe ich meine Gebete zu Gott, lobe und feiere ihn und spüre seine Gegenwart. Vielleicht werdet ihr, liebe Konfis, am Konfi-Castle zum Beispiel auch diese Erfahrung machen, wenn wir alle gemeinsam singen. Vielleicht werdet ihr bei unserem besonderen Abend auch eine völlig andere Gebetsform kennenlernen, die ihr richtig cool findet. Und es ist völlig egal, wie ihr mit Gott redet, wie mit einem Freund oder wie mit Mama und Papa. Vertraut darauf, er hört Gebet. Amen. Thank you.
Ich lade ein, jetzt miteinander Fürbitte zu halten. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben in der Vorbereitung jede persönlich einen Satz für die Fürbitte formuliert. Daher ist es so, dass vielleicht das ein oder andere doppelt vorkommt. Aber ich denke, manche Bitte ist so wichtig, die kann auch doppelt vorkommen. Ich bitte, sich zu erheben. Lasst uns Fürbitte halten. Wir bitten für keinen Krieg mehr in der Ukraine. Wir bitten für jeden, der Gesundheit benötigt. Wir bitten für Frieden und Freundschaft zwischen der Ukraine und Russland. Wir bitten für die Armen, die kein Essen haben. Wir bitten für Frieden auf der ganzen Welt. Wir bitten für Frieden und Gesundheit. Wir bitten für viel Glück und Gesundheit für jeden, der es benötigt. Wir bitten für Frieden in der Ukraine. Wir bitten um Gesundheit. Wir bitten für Frieden auf der Welt. Wir bitten für Menschen, die kein Essen haben. Wir bitten für arme Menschen, die kein Essen mehr haben. Wir bitten für Gesundheit. Wir bitten für Frieden auf der ganzen Welt. Und gemeinsam beten wir jetzt das Vaterunser. Wir haben dazu Bewegungen eingestudiert und die machen die Konfis uns vor. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, dein Reich werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch ein Lied. Thank you.
Ja, zum Schluss möchte ich allen danken, die heute diesen Gottesdienst mit durchgeführt haben, vorbereitet haben, den Teamern, aber auch allen, die so in der Technik heute dabei waren und vor allen Dingen euch. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Ja, und auch Eva-Lisa Friedrich ein ganz herzliches Dankeschön für den Impuls. Jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Mein Gott, nun rufe ich dich an, denn ich bin sicher, du antwortest mir. Lass mich bei dir ein offenes Ohr finden und höre mein Gebet. Bewahre mich, wie man seinen Augapfel behütet. Verstecke mich, wie ein Vogel seine Jungen. So segne du uns, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir hören noch Musik zum Schluss.